Ausgetrocknete Stauseen, versiegende Quellen, Südafrika geht das Trinkwasser aus. Der Grund: fehlender Regen und dauerhaft große Hitze. Einige tausend Kilometer weiter südlich gibt es dagegen Frischwasser im Überfluss, allerdings in gefrorenem Zustand. Eisberge aus der Antarktis sollen jetzt Südafrika retten. Warum sollte man so einen Eisberg nicht abschleppen? Wir haben die Technik und das Know-how, Wissen um die Herausforderungen. Sloan ist kein Fantast. 2013 leitete er die Bergung der gekenterten Costa Concordia. Und die eigentliche Idee ist auch nicht neu. Bohrplattformen werden schon heute mit Schleppern vor Eisbergen bewahrt. Nun aber sollen größere Eisberge eingefangen und an langen Schleppleinen die dort vorherrschende Strömung Richtung Norden nutzend nach Südafrika gebracht werden. Dort sollen Maschinen wie im Tagebau das Eis ernten und Tankschiffe das Wasser dann an Land bringen. Pro Tag kämen so rund 150 Millionen Liter Trinkwasser zusammen. Man kann sich theoretisch vorstellen, dass man Eisberge aus der Antarktis nach Südafrika bringt, um der Wasserknappheit zu begegnen. Aber man muss wissen, dass nicht klar ist, ob das dann auch stabil möglich ist. Solche Eisberge können auch kippen. Und man muss über die wildeste Meeresregion überhaupt, über den südlichen Ozean. Die Kosten sollen relativ überschaubar sein. Wieder aufbereitetes Trinkwasser aus Meerwasserentsalzungsanlagen kommt auf umgerechnet 1,30 Euro pro Liter. Absolut reines Eiswasser angeblich auf 2 Euro. Der größere Haken: bisher gibt es noch keine Geldgeber für das Eisbergprojekt.